Wolfuß und Frank Puschmann begrüßen Sie zu dieser Partie und wie Sie unschwer erkennen können, leise rieselt der Schnee. Aber es wurde uns versichert, dass der Platz wirklich gut bespielbar ist. Hoffen wir also auf eine spannende Partie unter einigermaßen regulären Bedingungen. Borussia Mönchengladbach dürfte selbstbewusst auftreten nach dem kürzlichen Auswärtserfolg, als man auf den FC Augsburg traf. Dieses 4:1 war eine überzeugende Vorstellung und ich glaube, sie werden heute wieder so agieren. Mit der besten Defensive der Liga im Rücken werden sie hier im Heimspiel natürlich selbstbewusst auftreten. Und damit haben sie natürlich beste Voraussetzungen für dieses Spiel. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Da sehen wir die heutige Aufstellung der Stuttgarter. Bei ihnen sehen wir hier und heute ein klassisches 4-5-1. Borussia Mönchengladbach hatte seine beste Zeit in den 70er Jahren. Zwischen 1970 und 77 wurde das Team fünfmal deutscher Meister und gewann 75 und 79 den UEFA-Pokal. Die Gegner hatten damals nicht wirklich was zu lachen, wenn es gegen Borussia ging. Damals noch am legendären Bökelberg. Das ist übrigens heute eine Wohnsiedlung. Mittlerweile spielen die Fohlen ja im Borussia-Park. Und jetzt geht's los. Jetzt geht er rein und er trifft. Was meinst du, Buschi? Hat das Wetter den Torhüter hier beeinflusst, beeinträchtigt? Ja, ich glaube schon. Aber das als Ausrede zu nehmen, das ist mir zu einfach. Das kann er besser lösen. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Geht ja gut los. 2 Minuten rum und das erste Tor ist schon gefallen. Seredier. Harnik. Schwab. Stark gemacht, das könnte was werden. Und nun ein Schuss. Da passt der Torhüter auf. Zur Ecke abgewehrt. Das sehen wir hier nicht zum ersten Mal. Im Schnee ist die Ballbehandlung dann einfach doch noch mal einen Tick schwieriger. Ja, sieht man hier auch an seiner Chance, das kann er natürlich viel besser. Schwab. Insua. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Schwab. Da hat ihn der Verteidiger entscheidend gestört. Ball im Aus. Stindl. Und er geht an ihm vorbei. Und er schießt. Der Ball geht an die Latte. Und die Situation geklärt. Klein. Harnik. Tolle Flanke. Gentner. Chance vorbei. Der Ball ist im Tor aus.
Werner. Didavi. Kostic. Da kam der Ball rein, aber gut gelöst von der Defensive. Da geht er hin und faustet den Ball weg. Da kommt der Schuss. Die Chance nutzt er nicht. Der Schnee, der beeinträchtigt natürlich das Spiel. Das kennen wir besser von ihm. So, die Teams sind auf dem Platz. Noch ein paar Worte zum Wetter, bevor es losgeht, Buschi. Ja, was soll man da groß sagen? Nicht, ja, sagen wir mal, die besten Bedingungen. Aber solange der Schneefall nicht stärker wird, dürfte es keine an. Er entscheidet auf Freistoß. Und wir freuen uns auf die nächste Bundesliga-Begegnung für Gladbach. Dann geht es auswärts gegen den VfL Wolfsburg. Und das ist eine Partie, auf die ich mich ganz besonders freue. Er macht das Tor! Klasse Kopfball! Da übernimmt er Verantwortung und macht den Ball rein. Mit Aktionen wie dieser zeigt er, warum er hier Kapitän ist. Ganz stark. Super gemacht. Da hat er sich gut im Strafraum bewegt, verschafft sich etwas Platz und setzt sich dann klasse beim Kopfball durch. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Seredier. Flanke war nicht gut, einfach zu klären. Jetzt haben sie den Ball verloren. Gentner. Sehr gut reingespielt. Und nun Raphael. Super Aktion, gut geklärt. Gut gearbeitet, er hat den Ball. Gentner. Didavi. Kostic. Keine gute Flanke, einfach zu halten. Schwab. Die Flanke rein, aber es ist keiner da. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Junic. Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auch. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Schwab. Wendt. Schussversuch. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Problemlos hat er hier den Ball.
Davi. Noch ist nicht Schluss. 4 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Kostic. Schwab. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Harnik. Kann er den Ball behaupten? Klein. Didavi. Er setzt die Grätsche an, auch bei diesen Bedingungen. Scheinbar alles im Griff, 2-0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. Geht vom Platz und lässt sich auf dem Weg noch mal ordentlich abfeiern. Und das völlig zu Recht, wenn du mich fragst. Das war eine Weltklasseleistung von ihm heute. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Und Ecke. Richtig gut vom Torwart, den hat er sicher. Branimir Gota. Er setzt sich durch und jetzt Branimir Gota. Das war eine richtig gute Gelegenheit. Am Ende fehlt nicht viel zum Tor. Ganz alleine vor der Kiste, aber er macht das Ding nicht. Unglaublich. Und Raphael. Macht er ihn. Den Ball hält er gut. Ecke, jetzt wird's gefährlich. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Schwab. Ah, da spielt er lieber mal zum Torwart zurück. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Branimir Gota. Junic. Jetzt ist er durch. Super Timing, da kommt er raus und hat den Ball. Eine ganz starke Aktion vom Torwart. Spielt er gut mit. Da sehen wir den nächsten Gegner, mit dem sich der VfB Stuttgart messen wird. Ja, es geht gegen Hoffenheim. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion. Sehr gut pariert. Da wusste er ganz genau, wann er rauskommen muss. Starke Aktion vom Torhüter. Hermann. Schuss! Tor! Ganz stark gemacht! So, jetzt wird es deutlich. Sie lassen auch zunehmend die Schultern hängen. Oder musst du aufpassen, ansonsten wird es ein Debakel. Ach, das gibt's ja gar nicht. Ich dachte, der geht an die Latte. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne.
Branimir Gota. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Der Trainer wird wechseln. Herr Thermann. Und nun ein Schuss. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Viel Verkehr im Strafraum. Gleich kommt die Ecke. Und jetzt ein Schuss. Das macht er ganz stark. Eine gute Möglichkeit. Und die hätte ein Tor verdient gehabt. Seredier. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Schwab. Didavi. Gentner. Ritter. Gentner. Seredier. Schießt er ihn rein. Klatsch, da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Jetzt schießt er. Oh, da trifft er die Latte. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Er zeigt auf den Punkt, Elfer. Keine Frage für mich, Buschi, hier muss es Elfmeter geben. Nur, dass es keine Karte gibt, das überrascht mich dann doch. Ja, das muss man ganz deutlich sagen, das ist eine Fehlentscheidung, das war mindestens gelb. Jetzt wird es den Wechsel geben. Ja, und so eine Chance lässt er sich natürlich nicht entgehen. Er hält dem enormen Druck stand und macht das Ding. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Er bleibt weiter am Ball, will er versucht's. Den hält er super. Er schießt. Aus dem Schuss wird keine richtige Chance. Dafür ist er einfach zu hoch. Ritter. Branimir Gota. Sehr guter Schuss. Knapp drüber. Kostic. Hier steht es 3:1. Wir haben kurz Zeit für die Frage, gegen wen geht es als nächstes. Der nächste Gegner von Gladbach heißt... Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Branimir Gota. Über die Torauslinie, Ecke. Bitte.
Reaktion vom Torhüter. Die nächste Ecke, nochmal eine gute Gelegenheit. So, Sie sehen gerade eingeblendet die Eckenstatistik. Branimir Gota, super Einsatz vom Torhüter. Schuss und da klingelt im Kasten. Da hat er den Doppelpack, sehr gute Leistung. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Das ist eine beruhigende Führung für Sie. Klein. Macht er ihn! Klasse aufgepasst vom Torwart. Hinteregger. 4 Minuten sind es jetzt hier noch in der Nachspielzeit. Passiert noch was. Und abgepfiffen. Abseits. Aha, das war knapp. Per Kopf zum Mitspieler. Das ist jetzt eine Chance. Schussversuch. Und das Tor. Das ist bezeichnend für dieses Spiel. Sie liegen schon deutlich vorne, aber lassen nicht locker. Na, viel Gegenwehr kommt da jetzt natürlich auch nicht mehr. Und so können Sie den Fans noch ein paar Highlights liefern. So, und mit diesem Treffer hier ist dann endgültig jeder Zweifel beseitigt. Das Ding ist gelaufen. Das wird heute wohl nichts mehr für Sie. Das Spiel ist fast vorbei. Niedermayer. Kostic. Branimir Gota. Jetzt will er ihm den Ball abnehmen. Große Mühe hatten sie nicht. 5:1 der Endstand, nachdem der Unparteiische hier gerade abgepfiffen hat. Ich sag mal kurz und knapp, klare Angelegenheit. Ja, Wolf, dominantes Auftreten bis zum Schluss und so war der Sieg, wenn wir ehrlich sind, nie in Gefahr. Sie haben sich hier den Sieg geholt. Ja, und eigentlich kommen sie ja über die Defensive, die stehen richtig gut. Heute waren sie auch noch eiskalt vor dem gegnerischen Tor. Der Sieg also kein Wunder.